Willkommen, liebe Gäste. Leider ist das Universum aus dem Gleichgewicht gekommen. Vieles verändert sich, vieles geht kaputt. Planetenkollisionen, Meteoritenstürme, Sternbrüche, Explosionen. Viele Aliens sind auf der Flucht. Um Lösungen für all diese Probleme zu finden, haben wir eine Konferenz einberufen. Diversum, der Kongress der Galaxien. Vertreter diverser Spezies kommen zusammen. Sie suchen Lösungen für alle Planeten und Universumsbewohner. Wir stellen Ihnen nun die ersten Abgesandten von den Planeten vor. Wengan vom Planet Merkur. Roboter mit Senf, einem Zombie vom Planet Pluto. Tossa vom Planet Kalle. Fireman, der Sonnenaufpasser. Hoss, er lebt im gesamten Universum, überall da, wo Wasser ist. Sarah Zylinder vom Saturn der Andromeda-Galaxie. Casey Anetave vom Planet Neptun. Einige Konferenzbesucher sind noch unterwegs. Wegen Planetenkollisionen und Meteoriteneinschlägen kommt es zu Verspätungen und Störungen bei den Raketenverbindungen und beim Teleportieren. Wir schalten jetzt zu einem schwarzen Loch und sehen, wie dort die Lage ist. Gastfreundschaft. Noch nie etwas davon gehört? Nein. Auf jeden Fall möchte ich das
Nein. Wieso nicht? Weil du so klein bist. Oh. Da. Das Kleine? In den Ecke, ja. Und in den Ecke. Und du? Ich bin Sudoku. Mein Planet Saturn ist mit dem Planet Pluto zusammengestoßen und ich suche auch ein neues Zuhause. Na gut, du bist eine alte Frau. Du kannst kommen. Nach hinten. Aber du musst das größte Zimmer haben. Nein. Okay. 3-9. Und alle wollen das große Zimmer. Aber den habe ich natürlich. Wo kommt denn nicht der echte Postbote? Post! Ja? Ich habe heute leider keine Post für Sie dabei. Dann warum ist er gekommen? Also auch mein Planet Neptun ist ein Meteorit eingeschlagen. Und darum musste ich hierher zur Erde kommen. Aber da war es zu heiß, darum bin ich zum Schwarzen Loch gekommen. Das war die einzige Adresse im ganzen Universum, die ich kenne. Aber wir haben hier keinen Raum. Ich möchte das größte Zimmer. Nein! Ich habe euch alle hier hingebracht. Oh. Aber ohne mich wärt ihr gar nicht hier. Also. Ja, aber ich möchte auch ein großes Zimmer. Nein. Er hat aber auch recht. Regiboss ist ja sein Name und das verrät schon alles. Aber du hast jetzt dein Willen bekommen, Regiboss. Und jetzt brauche ich dringend etwas zu essen. Ich esse nur Plutus Gestein. Aber wenn ich etwas Falsches esse oder gar nichts, dann sperre ich Feuer und ihr werdet alle verbrennen. Also, hast du hier irgendetwas, was so ähnlich ist wie Plutus Gestein? Ja, so eine Art Mischmasch aus Plutus Gestein. Aber ich weiß nicht, wie man den rausholt. Oh. Ich kann Laser abschießen. Vielleicht können wir es damit rausholen. Und wo ist dieses Gestein? Vorne, rechts, vorne, links, vorne, rechts. Finden wir. Okay, ich komme mit. Ich auch. Dieses Gestein da? Ja, die hier. Okay. Die da. Schwarzen Loch, alles Gute. Auf dem Kongress der Galaxien gibt es trotzdem noch viele Probleme zu klären. Inzwischen sind weitere Delegierte eingetroffen, um daran mitzuwirken. Ich begrüße folgende Delegierten beim Kongress der Galaxien. Phönixdrache vom Feuerplaneten. Feuerspeier, ebenfalls vom Feuerplaneten. Cracker vom Planeten Vegeta. Raya vom Mars.
roter Boden vom Planeten Farbe. Mr. Rumschpopo vom Planeten auf Brille. Und zum Schluss Billy Schlange, ein Zombie vom Planeten Erde. Wir schalten jetzt zu einer Arbeitsgruppe, die sich mit dem Meteoriteneinschlag auf dem Neptun beschäftigt. Hallo und herzlich willkommen bei der Konferenz. Wir haben Gäste eingeladen und wir sind hier, weil wir Probleme lösen wollen. Ich bin Kara, bin 7000 Jahre alt, komme auf dem Mars und bin Alien-Polizist. Ich bin Max, bin 3000 Jahre alt, mein Beruf ist Alien-Polizei und ich komme auf dem Mars. Wir wollen euch jetzt Gäste vorstellen. Sie haben jetzt das Wort. Ich bin Amy, bin 200 Jahre alt, ich komme aus Neptun. Ich bin Recep Junior und ich bin 2000 Jahre alt und komme aus Neptun. Danke. Und jetzt der Wissenschaftler. Hallo, ich bin Sven, vom Planeten Aflaska, bin 15.000 Jahre alt und Professor. 15.000. Danke, dass Sie sich alle vorgestellt haben. Gibt es Probleme im Universum, die wir lösen könnten? Ja. In unserem Land ist ein Meteorit eingeschlagen. Okay, wir gucken mal, was für Lösungen wir finden können. Okay, wir haben schon zwei Vorschläge sehr schnell gefunden. Wir könnten Raketen vom Mars zum Neptun schicken und die Menschen da beladen in die Rakete und dann können sie bei uns wohnen. Und wir können mit unserem Flugauto zu Neptun gehen und die Bewohner abholen. Ist das gut? Ja! Ja! Hat auch jemand Ideen, wie man diesen Meteoritenchaos stoppen oder beenden könnte? Ja, ich. Ja? Der Meteorit würde weiter fliegen und die Erde treffen. Und ich glaube, 7 Milliarden Bewohner oder noch mehr wären für den Mars zu viel. Oh, das ist schon sehr viel. Er würde wahrscheinlich auch die Raketen treffen. Oh, oh nein! Oh nein! Oh nein, das wäre sehr schlimm. Sonst würden alle Menschen sterben. Er würde sogar noch mehr Planeten treffen, aber ich habe eine Idee, wie man ihn aufhalten könnte. Bitte sagen Sie das sehr schnell. Man müsste an die Stelle, in der die Meteorit auf die Erde einschlagen würde, ein Gummiplanet bauen. Der Meteorit würde dann reinfliegen, der Gummiplanet würde sich wieder schließen und der Meteorit wäre da drin gefangen. Das ist eine sehr gute Idee. Damit wäre die Konferenz auch beendet. Danke, dass ihr gekommen seid, alle. Und wir müssen jetzt ab an die Arbeit. Galaxien tagt in weiteren Arbeitsgruppen und löst sämtliche Probleme des Universums. Die Konferenz läuft also sehr erfolgreich. Insbesondere die Erdlinge könnten sich davon eine Scheibe abschneiden. Wenn sich Aliens mit unterschiedlichsten Fähigkeiten zusammentun und austauschen, entstehen die besten Lösungen. Das empfehlen wir allen Planeten und ihren Bewohnern. Profitiert von eurer Unterschiedlichkeit! Ayo! Herzlich willkommen! Schön, dass ihr da seid! Das ist unser Diversum! Die Klasse 5b, was geht ab? Zum Glück sind wir unterschiedlich. Lass uns zusammenleben und zwar friedlich. In meiner Heimat gibt es Krieg, aber ich glaube, dass es etwas Besseres gibt. Wären wir alle reich, dann wären wir alle gleich. Diversum, der Kongress der Galaxien, Krisen auf dem Planeten, so viele Raumschiffe.
wirklich ungeheuer. Ich flüchte aus Vegeta zum Planet Gogeta. Jeder spricht anders, das ist besonders. Ich lern von dir und du von mir. Nun ist es Zeit, dass das alle kapieren. Die Gier verursacht den Klimawandel. Überall Krieg und unfairer Handel. Wir wollen Freundschaft schließen, nicht aufeinander schießen. Die Währung! Umweltverschmutzung, alle flüchten und trauern. Es ist Zeit für den Frieden, also weg mit den Mauern. Ihr zerstört eure Natur, meine Wut ist groß und pur. Reicht euch doch die Hand, baut keine Mauern, keine Wand. Böse und gut, das war lange ganz leicht. Dabei gibt es genug, dass es für alle reicht.